Herzlich willkommen und guten Tag bei dem Vortrag Covid-19 Auswirkungen auf das Verhalten der Verbraucher. Mein Name ist Christian Strasoldo, ich bin Partner bei der Executive Interim Partners. Wir helfen Unternehmen, wieder auf Kurs zu kommen und begleiten sie in Sondersituationen. Meine Perspektive ist das Management von Veränderungsprozessen in der Konsumgüterindustrie und in Unternehmen der Foodindustrie. Heute möchte ich mit Ihnen über die Auswirkungen der Pandemie sprechen, die Auswirkungen auf das Verhalten der Konsumenten und die langfristigen Auswirkungen, die diese Verhaltensänderung auf Unternehmen haben, die den Konsumenten in das Zentrum ihrer Beobachtung stellen. Denn da hat sich eine Menge getan und entsprechend müssen sich diese Unternehmen umgestalten. Lassen Sie uns erstmal schauen, um welche Unternehmen es hier eigentlich geht. Wir sehen zum einen die Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs. Das sind Supermärkte, Discounter, Kioske, hier werden Lebensmittel verkauft, Kosmetik und Gebrauchsgüter. Daneben haben wir Mode, Accessoires, Luxusartikel, die mehrheitlich in Einzelhandel verkauft werden oder in Kaufhäusern und speziell im Duty-Free-Bereich. Restaurants, Gastronomie und Gaststätten sind ein weiterer Bereich, wo der Konsument im Fokus steht. Alle Unternehmen stellen den Konsumenten und seine Gewohnheiten und Präferenzen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Covid-19 verändert das Verbraucherverhalten in vielen Fällen und das für lange Zeit. Diese schnell veränderten Verhaltensweisen haben erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen. In dieser Präsentation werden wir untersuchen, welche Verhaltensänderungen wir überhaupt beobachten können, welche davon langfristig sind und wie sich die gerade beschriebenen Unternehmen darauf einstellen können. Lassen Sie uns ein Bild malen von dem Konsumenten und seinen veränderten Präferenzen nach der Krise. Aktuell hat Covid-19 und die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Aspekte unseres täglichen Lebens. Die Konsumenten sind verunsichert. Man hat Angst vor Einkommensverlusten. Die Gesundheit ist bedroht, man hat Angst, sich anzustecken, die Hygieneansprüche sind größer, gleichzeitig steigt das digitale Angebot. Die Konsumenten befinden sich mehrheitlich zu Hause im Rahmen und verursacht durch den Lockdown. Das Verhalten der Konsumenten wird sich noch stark wandeln bis zu einer neuen Normalität. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die immer wieder auf dieses Verhalten einwirken. Da ist die Zufriedenheit mit den neuen Erfahrungen. Ist es gut, ist es schlecht? Wie ist die Demografie, Infrastruktur und die Stärke der Krise? Verändern die Nachhaltigkeit dieser Verhaltensänderung. Die Unternehmen müssen sich auf diese neue Welt einstellen. Sie müssen zum einen sehen, dass es eine etwas geringere Nachfrage geben wird. Der Einkaufskorb wird sich verändern, sowohl im Inhalt als auch in der Größe. Und die Wege, mit dem Konsumenten zu konsumieren, werden sich auch entsprechend anpassen. So, schauen wir nun. Was sind denn die Bereiche, die sich verändern? Wir haben das mal in 8 Bereiche eingeteilt, um zu sehen, wo hat der Konsument eigentlich sein Verhalten verändert. Arbeitswelt. Alle sitzen zu Hause im Homeoffice. Ein großer Teil der Arbeitnehmer sitzt im Homeoffice, arbeitet remote. So, die Userbase von Zoom hat sich von 10 Millionen binnen 3 Monate auf 200 Millionen erhöht. Genau das ist damit verursacht. Ein wahnsinniger Erfolg für das Unternehmen. Gleichzeitig ist es aber gepaart mit einer Beschäftigungsunsicherheit. Sehr viele in Deutschland befinden sich in Kurzarbeit. In Amerika haben wir einen wahnsinnigen Anstieg, insbesondere im 2. Quartal der Arbeitslosigkeit erlebt. Das Lernen und das Studieren geht in den virtuellen Unterricht, nicht mehr in den Universitätssälen oder in den Ausbildungsstätten wird unterrichtet, sondern es erfolgt alles digital. Die Kids sitzen zu Hause vor dem Bildschirm und lernen. Damit verwischen sich die Grenzen zwischen Freizeit und Ausbildung. Die Kommunikation, die Information, die Quellen der Information passen sich an. Alles wird digitaler. Nachrichten werden digital geschaut. Social Media wird genutzt. Es wird sogar mehr Fernsehen geguckt und Radio wird gehört. Nur die Printmedien werden beschleunigt weniger genutzt. Was passiert mit dem Bereich Mobilität? Wir stellen fest, dass der Konsument und der Verbraucher eine erhebliche Angst hat, größere Menschenmengen an sich heranzulassen. Er meidet öffentliche Verkehrsmittel, er meidet Verkehrsknotenpunkte, er meidet größere Ansammlungen an Haltestellen und Bahnhöfen. Dadurch leidet der On-the-Go-Verzehr, also dieses schnelle Brötchen, was ich auf dem Weg in den Bus oder in den Zug einkaufe, das verzehre ich jetzt nicht mehr. Der internationale Reiseverkehr ist fast vollständig zusammengebrochen. Die Auslastung des Flugverkehrs ist bei 20% angekommen. Teilweise gibt es eine etwas größere nationale Reisetätigkeit, die wir auch im Sommer erlebt haben. Das Einkaufsverhalten hat sich erheblich verändert. Zum einen ist aufgrund der bestehenden Krise weniger Geld verfügbar. Es steigt die Sparquote. Die Leute sagen, wie die Eichhörnchen, lieber etwas auf die sichere Seite legen.
Dadurch sinkt der Teil des frei verfügbaren Einkommens. Die Menschen tendieren dazu, das Schnäppchen zu suchen. Trading down, wo kann ich es billiger kriegen? Welches Substitut habe ich? Der Einkaufskorb wird größer. Der Verbraucher möchte nicht so häufig in den Markt gehen. Dadurch sinkt die Frequenz, die Einkaufsfrequenz. Aber er kauft dann mehr, weil er zu Hause kocht. Interessanterweise werden die A-Marken stärker gekauft. Wir hatten in den letzten Jahren eine Präferenz auf kleinen, innovativen Marken, die mit großen Versprechen, mit Purpose-Überlegungen an den Markt gegangen sind, sehr überzeugend waren, aber die momentan etwas ins Hintertreffen kommen. Das Leben zu Hause hat sich komplett verändert. Das Zuhause wird zum Arbeitsplatz, zum Freizeitpark, zum Hotel, zum Restaurant und übernimmt viele Funktionen, die nicht mehr nutzbar sind. Wenn die wir sehen ein Ansteigen der Ausgaben für Kochen, für Unterhaltung, für Renovierung. Zu Hause wird renoviert, es wird neu gemacht, es werden neue Möbel gekauft, weil ja nicht in Urlaub gefahren wird und somit damit das Geld verwendet wird. Deswegen sind auch Unternehmen wie Bestwing, wie Home24 momentan sehr in einem unglaublichen Umsatzwachstum. Die Unterhaltung ist zunehmend digital. Wir wechseln vom Kino zu Streamline-Dienstleistungen. Wir verwenden mehr Zeit, uns Unterhaltungsthemen anzunehmen, auch wenn wir dafür weniger Geld ausgeben. Die Gesundheit und Hygiene hat eine sehr viel größere Relevanz. Wir wollen gesund sein, wir wollen uns nicht anstecken. Es soll hygienisch sein, es soll sauber sein. Ich möchte auf keinen Fall mich irgendwo infizieren und mich an die Regeln halten. Ganz andere Priorität, als es noch vorher war. Es besteht aufgrund der vorgenannten Überlegung eine erhebliche Zunahme an den natürlichen, biologischen und frischen Lebensmitteln, die genutzt werden und die auch zu Hause verwendet werden. So haben wir einen ganzen Blumenstrauß von verändertem Verbraucherverhalten. Nun stellt sich die Frage, ist das überall so oder variiert das? Und wenn wir uns das anschauen, dann ändert und variiert die Breite und die Tiefe der Veränderung. Das haben wir versucht, mal ein bisschen zu gruppieren, damit es einfacher zu verstehen ist. Es ist einmal abhängig von der Erfahrung. Was mache ich für Erfahrungen mit diesem neuen Verhalten? Plötzlich soll ich meine Dinge im Internet kaufen, online kaufen. Da ist der Italiener, der macht das. 60% der Italiener gehen ins Internet. Aber nur 10% sagen, dass das überzeugt ist, dass das toll funktioniert hat, dass das eine positive Erfahrung war. Die Chinesen shoppen schon länger im Internet, machen das auch stärker aufgrund der Krise und stimmen vollständig dazu, dass es auch dabei bleiben wird, weil es eben gut funktioniert und zu Pass kommt. So ist es sehr unterschiedlich, abhängig von der Bewertung der Erfahrung, die dabei gemacht wird. Wir sehen unterschiedliche Trends in den Ländern. Die Krise war in China ein Stolperstein. Nach dem ersten Quartal war es vorbei, im zweiten Quartal zeigte man schon wieder Wachstum. In Amerika und in Europa war es ein erheblicher Schlag, eine enorme wirtschaftliche Implikation mit einer daraus folgenden Krise. In Europa kommt noch dazu, dass der ganze internationale Tourismus ausbleibt und somit als Nachfrage ausfällt, was insbesondere die typischen Städten in London und Paris treffen. In Paris hat Lafayette angekündigt, dass sie einen gigantischen Verlust zum Jahresende haben werden, weil ihnen eben diese Touristen fehlen. In den Schwellenländern sehen wir auch eine Zunahme der digitalen Prozesse, aber alles geht aus von einer relativ kleineren Ausgangsbasis. In den unterschiedlichen Kaufkraftsegmenten sehen wir Unterschiede. Bessergestellte verspüren weniger wirtschaftliche Nachteile. Sie können auch einfacher mit der digitalen Umstellung umgehen und diese begleiten. Wir sehen gerade in Lateinamerika Tagelöhner, die keine Chance haben, überhaupt nur einen Moment diese Schläge, einen Lockdown auszuhalten. Die können gar nicht anders, weil das, was sie heute verdienen, verzehren sie morgen. Und insofern ist deren Hand-in-den-Mund-Haltung erlaubt keinen Stopp und keinen Lockdown. Und auch ein Ersparnis für eine digitale Umstellung ist komplett unmöglich. Also hier teilt sich die Welt auch über das Einkommen. Genauso ist es bei den Werten. Die Werteprofile sind unterschiedlich. Physische Begegnung oder auch Nachhaltigkeit werden in unterschiedlichen Wertekreisen unterschiedlich bewertet. Der eine, dem liegt es mehr und der wird sich wahrscheinlich dann das als befreiend sehen, wenn man sich wieder freier bewegen kann. Andere werden das vielleicht anders sehen. Was sich über alle Trends sagen lässt und über alle Veränderungen sagen lässt, es sind die, die es schon vorher gab, wurden durch die Pandemie beschleunigt und werden sicherlich auch nach der Pandemie weiter existieren und das Verhalten der Konsumenten prägen. Fraglich ist, ob die in der Pandemie entwickelten Gebrauchsgewohnheiten
von langfristiger Natur sind. Schauen wir uns die Auswirkungen des veränderten Verhaltens an und versuchen mal, sie zu gruppieren in wahrscheinlich zeitweilig, also begrenzt, und Verhaltensänderungen, die beständig sind. Was sofort auffällt, ist, dass der Bereich der digitalen Beschleunigung sehr nachhaltig wirkt. Die sind schwarz gezeigt, also beschleunigt. Die sind Dinge, die vorher schon waren, die jetzt noch schneller werden. Die Verlagerung zum E-Commerce zum Beispiel wird intensiver werden, auch zum Homeoffice. Wir werden immer mehr Menschen sehen, die ins Homeoffice gehen. Man sieht in Studien schon, dass 50% der Unternehmen damit rechnet, dass die Struktur der Arbeitsplätze sehr viel hybrider wird in Zukunft. 25% der Unternehmen planen glasklar ein, dass sie Homeoffice tolerieren und sogar unterstützen als Konzept. Also hier sehen wir Veränderungsprozesse, die an Dynamik annehmen. Ob die Präferenz für digitale Unterhaltung von langfristiger Natur ist, bleibt dahingestellt. Der, der schon in einem Fußballstadion war und seinen geliebten Verein zugeschaut hat, kennt den Unterschied zu einer Fernsehübertragung und weiß, die Dinge zu bewerten. Nun schauen wir im nächsten Schritt auf unsere Kanäle. Was bedeutet das? Was bedeutet diesen Unterschied, dieses neue Verbraucherverhalten für die einzelnen Vertriebskanäle? Fangen wir an mit dem Lebensmittelhandel. Im Lebensmittelhandel hat der Konsument sehr viel mehr gekauft. Er kocht zu Hause, er kauft im Lebensmittelhandel seine Lebensmittel, um sie zu Hause aufzubereiten. Es entfällt der Restaurantbesuch. Dadurch ist das Umsatzwachstum für den Lebensmittelhandel nachhaltig. Er profitiert von der Krise. Er muss aber aufpassen, dass ihm nicht das Gleiche wie Tesco passiert, dass er ein großes Umsatzwachstum hat, aber die Kosten, die Erträge auffressen. Also die Kosten für zusätzliche Reinigung, für Hygienemaßnahmen und für Umstrukturierungsmaßnahmen oder Anpassungsmaßnahmen belasten das Ergebnis. Hier ist darauf zu achten, dass sich das in einem ausgeglichenen Verhältnis hält, um entsprechend auch die Liquidität und die Gewinnstruktur des Unternehmens zu schützen. Gleichzeitig steigt der Preisdruck und der Wettbewerbsdruck aufgrund der geringeren Nachfrage. Hiermit ist sensibel umzugehen. Unsere deutschen Handelsunternehmen haben da sehr viel Erfahrung. Die Einkaufsstätten sind vor lauter Maßnahmen weiterhin attraktiv zu halten. Das heißt, das Hygienekonzept sollte nicht komplett die Attraktivität der Einkaufsstätte überlagern und belasten, sondern ganz im Gegenteil, sollte zur Attraktivität der Einkaufsstätte beitragen, sollte Vertrauen schaffen. Somit ist es so zu gestalten, dass die Leute gerne kommen. Ein Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass 40% der Konsumenten das Anfassen des Einkaufswagens abstoßend und eklig finden, weil schon andere Hände auf der Stange gelagert haben. Hier muss sich der Händler darauf einstellen und Konzepte anbieten, dass der Konsument, der ihn besucht, der ihn als Einkaufsstätte ausgewechselt hat, sich wohlfühlt und vor allen Dingen wiederkommt. Denn in diesen Zeiten wird sehr schnell die Einkaufsstätte gewechselt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung des E-Commerces und weiterer digitaler Unterstützungsprogramme, um Alternativen zu bilden und gleichzeitig den Konsumenten noch weiter an die Einkaufsstätte zu binden. Checkout und Prozesserleichterung sind durch Scan-to-Go, Pickup-Services und kontaktloses Bezahlen zu erreichen. Man muss es dem Konsumenten leicht machen. Die Dinge haben wir alle schon ausprobiert. Es funktioniert und ist sehr willkommen in dieser Phase der veränderten Wahrnehmung, der veränderten Gewohnheiten und vor allen Dingen der veränderten Erwartungen. Das Sortiment muss ständig überprüft werden und den Präferenzen angepasst werden. Wir haben vorher besprochen, dass der Verbraucher sehr viel mehr zu Hause kocht. Er kocht frisch, er kocht biologisch, er kocht natürliche Produkte. Ein entsprechendes Angebot ist in den Märkten zu machen, mit Rezepten eventuell zu versorgen, sodass er da Anregungen kriegt und gerne wiederkommt, weil er eben neue Ideen einsammeln kann, wie er seine Lieben bekocht. Schauen wir uns das an, wie sich die Sache im Bereich der Accessoires, der Mode und Luxus verhält. Hier ist ein erheblicher Druck. Wir haben in der Lebensmittelzeitung gelesen, dass das Segment Luxus im Durchschnitt einen Umsatzverlust von 25% hat. Der Druck ist enorm. Die Maßnahmen zur Gewinnabsicherung, zur Kostensenkung und zur Liquiditätsabsicherung müssen schon vor Monaten eingesetzt haben. Ansonsten ist es sicherlich sehr, sehr schwierig. Das ist weiterzuführen. Glasklar muss bewertet werden, was langfristig Bestand hat. Gleichzeitig muss aber auch angefangen werden, ein attraktives Angebot für den Konsumenten nach der Krise zu liefern. Hier ist es sehr wichtig, die verschiedenen Vertriebskanäle, Verkaufskanäle zu vernetzen. Sehr viel geübt wird momentan gerade von der Mode- und,
und Luxusindustrie in China, die sehr offen sind und sehr stark auf die Vernetzung der Kanäle achten. Und da lassen sich sehr, sehr interessante neue Modelle erleben und finden. Die Agilität und Flexibilität für bessere Zeiten ist zu erhalten. Es wird danach ein Konsument kommen, der hohe Ansprüche hat, der hohe Ansprüche an die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens hat. Er möchte wenig Müll haben. Er möchte ein attraktives Angebot haben und entsprechend auch einen klar definierten Purpose für das Geschäft, für die Marke, für das Vorgehen des Ladens, was ihn überzeugt. Und es bleibt nicht einfach bei der eindimensionalen Funktion von Luxus, sondern es kommen dazu noch ein komplexerer Anspruch des Konsumenten, auf den es sich auch vorzubereiten gilt. Gucken wir uns nun Gastronomie und Restaurants an. Hier hat der Lockdown einen erheblichen Schaden angerichtet. Die Restaurants waren geschlossen und konnten keinen Umsatz machen. Wer davon profitiert hatte, waren all die Pizza-, Burger- und Hühnchengriller, die schon die Takeaway-Option hatten und so nur einfach aufgebaut und verstärkt hatten. Hier war das Angebot schon passend, um Dinge mitzunehmen und um dann die außerhalb oder zu Hause zu verzehren. In Schwierigkeiten sind die Restaurants, die innen bedienen und innen das Essen anreichen. Die haben erhebliche Schwierigkeiten in der neuen Situation. Da sind sehr viele Gäste weggeblieben, eben 50% weniger, als man es noch vor der Krise gehabt hat. Hier sind die Kosten zu kontrollieren, soweit das geht, insbesondere für Reinigung, für Hygiene, für neue Lieferkonzepte, um auch hier den Ertrag zu schützen. Es ist ein digitales Angebot auszubauen. Es sind Entwicklungen von Lieferservice-Strategien mit Konzepten für, und das ist sehr wichtig, für die Kundenbindung und Kundengewinnung zu machen. Nicht nur das reine Anbieten des Lieferservices ist entscheidend, sondern es muss interessant sein für den Kunden. Der muss davon überzeugt sein, der muss es gut finden. Er muss gleichzeitig Möglichkeiten haben, das kontaktlos abholen zu können, über ein Fenster rauszureichen oder wie auch immer gestaltet, aber dass es seinen erhöhten Hygiene- und Gesundheitsansprüchen gerecht wird. Es sind gleichzeitig zu der Karte, zu der normalen Speisekarte, die man liefert, Angebote zu finden, die preislich attraktiver sind, sodass der Konsument öfter wiederholt, auch dabei bleibt. Er stellt es am Schluss ja doch in Konkurrenz und im Vergleich zu den Kosten, die er hat, wenn er zu Hause kocht. Insofern muss hier ein preislich attraktives Segment sich auch mit auf der Außerhauskarte finden. Nur so wird man in der Zukunft überstehen. Gleichzeitig ist auch langfristig zu überlegen, wie kann ich meine Einkaufsstätte so gestalten, dass sie für den Konsumenten nach der Krise attraktiv ist. Und da sind sicherlich die Abstandsregeln noch wesentlich. Ein gut durchdachtes Hygienekonzept wird auch in Zukunft erforderlich sein und nicht nur zu Zeiten der Krise. Und um den Konsumenten da abzuholen, wo er sich befindet. Wir sprachen vorher über diese veränderte Verhaltenssituation. So, nun bin ich auch am Ende meines Vortrages. Wichtig ist zu sagen, was wir in der Krise zu tun haben, ist zum einen und zum allerersten die Liquidität sichern. Die Liquidität muss gesichert sein in der Form, dass ich weiterhin bezahlen kann und mich bewegen kann. Hier sind sofort unnötige Ausgaben zu vermeiden und drastische Maßnahmen und Kostensenkungsmaßnahmen durchzusetzen aufgrund der Schärfe der Situation. All die Prozesse haben sicherlich auch schon vor Wochen und Monaten begonnen. Wo jetzt das Augenmerk mit draufgelegt werden muss, ist, dass wir irgendwann aus dieser Krise herauskommen und dann ein neuer Konsument mit veränderten Erwartungen auf uns zukommt. Um den richtig zu bedienen, sollten wir die Wege finden, das Angebot finden, was ihm attraktiv erscheint, sodass er wieder uns auswählt als seine ideale Einkaufsstätte. Das muss zum einen durch die Betreiber der Restaurants oder der Märkte erfolgen, aber auch zum anderen und mit Unterstützung der entsprechenden Lieferanten dieser Häuser, die auch diesen Prozess mit unterstützen können, damit nämlich ihr Kunde weiter bestehen bleibt, sollten sie da auch ein massives Eigeninteresse haben. Wenn Sie in diesem Prozess Hilfe brauchen, so sind wir gerne dazu bereit. Das EIP Executive Interim Partners. Mein Name ist Christian Strasoldo. Ich wünsche Ihnen viel Glück für die Zukunft, bedanke mich sehr, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.